Mitten im oberbayerischen Landkreis München befindet sich die Gemeinde Hohenbrunn. Die additive Fertigung findet auch hier ihre Anwendung, wie in der Schammer Maschinenbau GmbH. Mein Name ist Tobias Schammer. Ich arbeite hier als Ingenieur und die Firma Schammer gibt es jetzt seit fast 60 Jahren. Und wir haben angefangen, normale herkömmliche mechanische Bauteile zu fräsen und zu drehen, was sich dann aber weiterentwickelt hat zu mechatronischen Bauteilen und vor allem Sondermaschinen. Ich habe die additive Fertigung so ein bisschen in die Schammer Maschinenbau GmbH eingebracht. Das war vor einem Jahr und da gab es einige Bauteile, die kunststoffbasiert waren. Und da ich eben schon ein bisschen Erfahrung hatte mit 3D-Druck, dachte ich mir sofort, ob man die nicht vielleicht 3D-drucken kann. Und es war tatsächlich so, dass der Kunde mir gesagt hat, dass diese Bauteile auch ein bisschen Probleme in der Fertigung machen, weil sie hochkomplex sind. Es ist teuer, es dauert lange und sie müssen immer sehr anwendungsbasiert sein. Also wir hatten von Anfang an eigentlich wenig Erfahrung mit additiver Fertigung. Unsere Wahl fiel eigentlich auf iGo3D, weil wir auf jeden Fall eine kompetente Beratung haben wollten, die auch kundennah ist. Ich bin der Christoph Nix, komme aus Passau, bin Sales Development Manager bei iGo3D und für den Vertrieb in Bayern und Österreich zuständig. Die Business Solutions von iGo3D hilft dem Kunden dabei, die richtige Anwendung zu evaluieren, die richtigen Materialien zu finden, aber auch das gesamte Projekt zu begleiten. Wir sind auch nach der Schulung vor Ort beim Kunden erster Ansprechpartner zum Thema additive Fertigung. Ja, Tobias Schammer hat zu uns Kontakt aufgenommen, ein Interesse mit dem Ultimaker S5. Der USP war für das Gerät war eben die hohe Reproduzierbarkeit. Das heißt also, jedes Teil wird dann wieder so gedruckt, wie man es eben beauftragt. Seit 1961 entwickeln sie Technologien, um Produktion zu automatisieren. Neben dem Drehen, Fräsen, Schleifen und Erodieren werden sie seit kurzem durch den 3D-Druck unterstützt. Und das ist das Paradebeispiel dafür, wie ich den 3D-Druck in die Schammer Maschinenbau GmbH eingeführt habe. Und zwar ist es ein Fördertopf. Dieser Fördertopf kann verschiedene mechanische Bauteile wie Schrauben, Federn, Stifte auch lagerichtig und lagegenau exportieren, ausfördern. Und die sind aber in der Herstellung relativ teuer und immer sehr anwendungsbezogen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Fördertopf fertige, kann es sein, dass es für einen anderen Stift, der ein bisschen länger ist, ein bisschen breiter ist, gar nicht mehr funktioniert. Der Entwicklungsprozess und der Planungsprozess war eigentlich gleich, was für uns ein großer Vorteil ist, weil wir uns da nicht speziell umorientieren mussten. Wo es an die Fertigung ging, war es natürlich ein ganz anderer Weg, wo wir davor noch die CAD-Datei dann in eine technische Zeichnung umgewandelt haben, unseren Fertigern, unseren Drehern, unseren Fräsern übergeben haben, können wir jetzt einfach die CAD-Datei direkt in eine SDL-Datei umformatieren. Wir drücken aufs Knöpfchen und das Bauteil ist im besten Fall in wenigen Stunden fertig. So, hier haben wir noch ein schönes Beispiel, wie wir den additiven Fertigungsprozess in unser Unternehmen einbinden konnten. Und zwar haben wir hier ein Magazin ausgedruckt, was eigentlich unten im Erdgeschoss abrasiv gefertigt wird. Mhm. Und wie man sieht, gibt es sehr viele, sehr komplexe Strukturen, die aber für den 3D-Druck mit gewissen Stützstrukturen kein Problem waren. Und somit konnten wir sehr viel Kosten, sehr viel Zeit einsparen und unser Produkt noch schneller an den Kunden bringen. Da wurden jetzt gerade die Seitenplatten gefräst. Mhm. Allerdings, wie man vielleicht schon erkennen kann, besteht das Bauteil eigentlich aus sehr vielen einzelnen Materialien. Ja. Wie man hier auch erkennen kann, sind eigentlich noch Verschraubungen platziert. Also das sieht ja super fein aus, echt gut geworden. Genau. Und das Nummernschild mit der Fertigungsnummer und der Tageskennzeichnung habe ich auch einfach mitgedruckt, um eben wirklich zu testen, wie fein sind die Details. Und jetzt druckst du es auf einmal, wie lange dauert ein so ein Teil? Das Teil war jetzt schon sehr fein gedruckt. Ja. Das heißt, ich habe wirklich versucht, das Maximale rauszuholen. Mhm. Es hat ungefähr 23 Stunden, glaube ich, gebraucht. Okay, das heißt also, man hat hier gegenüber den konventionellen Verfahren auch nochmal einen riesigen Zeitvorteil. Klar, als ob natürlich. Man sitzt trotzdem 23 Stunden, aber trotzdem, ich habe hier die Einzelteile, die ich einzeln fräsen muss. Du hast gesagt, so ein Seitenteil wahrscheinlich 3-4 Stunden. Genau, berechnet man noch die Werkzeugwechsel ein, die Vorbereitungen, dann summiert sich das. Mhm. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich da einfach nur auf den Knopf drücken muss und das Bauteil ist fertig, das ist natürlich um Weiten angenehmer. Super, klasse. Große Kosten sowie Zeiteinsparungen können verzeichnet werden. Auch die Kunden profitieren von der additiven Fertigung. Also ich würde schon sagen, dass die Kosteneinsparung auch weit über 30% sein kann. Vor allem bei unseren hochkomplexen Bauteilen, die teilweise mehrere Wochen dauern, vom Fräsen übers Drehen, am Ende noch Nacharbeit, Montieren, Qualitätskontrolle etc. Das kann natürlich alles beim 3D-Druck komprimiert werden. Ich merke auch vom Kunden, wir machen ja viele kundenspezifische Aufträge,
dass sie immer mehr bestellen und immer mehr auch von uns fordern, dass wir additive Fertigung betreiben, dass es schneller geht und kosteneffizienter ist. Ich plane, unsere Fertigung so hingehend zu erweitern, dass wir mit anderen Materialien forschen. Jetzt kommt ja auch gerade dieses von BASF, das 316L-Filament. Das wäre für uns natürlich sehr interessant, weil wir eigentlich weniger Kunststoffprototypen herstellen, sondern wirklich aus Metallen. Die additive Fertigung hat sich fest in den Produktionsalltag der Schammer Maschinenbau GmbH etabliert und hebt die Herstellung von Prototypen auf eine neue Ebene.